Hallo und herzlich willkommen hier beim Sandländer Kanal bei einer neuen Folge unseres Sahara Adventures. Mittlerweile sind wir ja schon Hardcore-Dünenfahrer und haben schon so vieles hinter uns. Uns kann nichts mehr erschrecken. Bei mir hier im Auto wieder Beat. Beat Nummer 2. Nicht der IBS-Beat, sondern der Mitfahr-Beat. Tja, seid gespannt. Wird sicherlich auch wieder ein abenteuerreicher Tag heute. C'est un peu différent et un peu difficile. Il faut connaître le prudent, ça, la première chose. Bon, à la monte, toujours on donne un peu de plus d'attrape. Jetzt geht's los, Leute. Okay, so also, wenn ihr sehen wollt, wie wir hier ganz grandios in den Dünen scheitern, dann jetzt dranbleiben. Es wird spannend. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und ja, los geht's. Ja, Ali hat uns letztlich mitgeteilt, dass wir heute den verlorenen See erreichen werden, aber wir nochmal durch ein heftiges Dünenfeld fahren werden, auf das es dann auch gleich rauf geht. Und nochmal ein paar Fahrtipps gegeben. Ja, 17 Kilometer liegen vor uns. Ja, und wie es dann auf die Dünen raufging, hat das Beat erst auf der linken Spur probiert und ist da aber gescheitert, ist nicht hochgekommen. Zweiter Versuch. Die rechte Auffahrt, die sah ein bisschen entspannter aus. Seht selbst, ob er schafft. Der nächste Mal Burst und der ist dann auch gleich mal gescheitert. Der hat beim Rauffahren sein Auto vergraben und musste kurz angezogen werden rückwärts, dass er wieder rauskommt. Aber da ging es ja den Berg runter, also das ging relativ einfach und schnell. Und beim zweiten Versuch hat es Urs dann auch geschafft und ist hochgekommen mit viel Schwung. Zweiter war dann Hannes. Erst ohne Schwung oder nicht so viel Schwung, habt ihr gesehen. Seht ihr, ist er hier nicht hochgekommen. Und im direkten Vergleich nochmal den Buschcamper, auch mit wenig Schwung. Der Landcruiser hat eine viel härtere Federung wie der Buschcamper. Der Buschcamper hat eine weichere Federung, weil er ja für Overlanding gebaut wurde. Der Landcruiser ist sehr leicht, hat eine sehr harte Federung. Ja, und dann Hannes mit mehr Schwung. Kommt er hier hoch, gerade durch dieses weiche Stück auch. Na, hier wird es ordentlich durchgeschüttelt. Aber er kommt hoch.
Und dann nochmal im direkten Vergleich auch der Bushcamper. Auch mit mehr Schwung. Und ihr seht, das Auto bewegt sich nicht ganz so heftig. Gerade auch in dieser Passage. Weil die Federung ein bisschen weicher ist. Kommt aber auch super gut hoch. Nachteil, bei besonders heftigen Bodenwellen federt er tiefer ein, weil das Fahrwerk eben nicht für so Offroad-Strecken optimiert ist, sondern für normales Overlanding. Also man kann das keinem erklären, wie groß und weit das hier alles ist und dieser Sand und dann fährst du da durch, das ist irre. Also wirklich irre. Ich glaube, ich bin abhängig. Also das ist wirklich super. Genau geändert. Warum ging es denn auf einmal? Also es war wirklich so weich, dass die Traktion einfach nicht mehr vorhanden war. Und der Reifendruck, der ist wirklich sehr kritisch. Und wir haben dann von 1,5 bar auf 0,8 bar den Reifendruck reduziert. Und somit hast du erheblich mehr Auflagefläche. Die Traktion, die nimmt erheblich zu. Und somit haben wir es geschafft, uns aus dem Loch freizufahren. Also 0,8 ist Kampfansage. Ja. Hat aber auch gewisse Tücken, weil man ist nicht weit weg vom Punkt, wo man um die Kurve, wenn man bremst, den Reifen auch von der Felge abdrücken kann. Das heißt, wenn man mit so wenig Reifendruck fährt, muss man darauf achten, dass man immer ein bisschen Kraft vom Motor hat, im Antrieb. Und nicht, dass man bei Angst um enge Kurven das Fahrzeug versucht zu bremsen. Ach so, weil dann stellt sie. Ja, dann hast du plötzlich Druck auf dem Rad und dann ist der Reifen abgedruckt. Solange das Rad dreht, solange du Kraft drauf hast, immer Gas geben, immer fahren, immer Rotation. Okay. Und dann passiert das mit dem Reifenabdrücken nichts. Weil sonst stellst du den Vorderreifen quer, bremst und dann kommt der Druck. Ja, da hast du Fahrzeuggewicht und dann drückst du einfach den Reifen nach innen weg. Ja. Und dann ist dann echt scheiße. Das habe ich einmal durchgespielt. Das ist dann etwa 2 Stunden Arbeit, bis du. Du bist ja meistens dann auch in einer schlechten Position. Ja. Also du musst dann irgendwie zuerst den Reifen wieder hinkriegen. Oft kommst du gar nicht dazu. Und aber haben wir gut gemeistert. Ja, super. Aber da war wirklich ein Haufen Sand. Okay. Ja, und dann lag er auf einmal vor uns,
der verlorene See. In der Ferne konnten wir die grüne Oase sehen. Ja, wir hatten es geschafft. Durch die dünnen Felder bis hierher gekämpft. Bisschen stolz waren wir schon. Immerhin war die Tour für die meisten von uns eine neue Erfahrung. Und wie man an dem Trubel sieht, ist es auch ein sehr populäres Ziel für die gesamte Offroad-Gemeinde Europas. Entstanden ist die Oase durch eine Ölbohrung, die hier vorgenommen wurde, aber statt Öl hat man Wasser gefunden. Ja, und seitdem läuft das Wasser hier raus und speist diese Oase. Ja, da hat es eine andere Route. Das heißt, wir sind ganz anders gefahren, weil die Dünen anders sind. Ich habe die Sektluft gehabt. Wir sind anders gefahren. Es ist immer ein bisschen anders gewesen, ja. Beat, da sind wir. Wir haben es geschafft. Am verlorenen See. Aber du hast uns Einsamkeit und unberührte Natur versprochen. Es ist hier eher Volksfeststimmung, italienischer Ramblas. Die sind überall. Die Italiener. Der Abfall ist auf Deutsch eigentlich nicht. Ja, aber das ist, glaube ich, da machen wir uns keine Sorgen mehr. Die Deutschen, glaube ich, schmeißen da nicht her. Wobei ich denke, die Italiener sind. Und die fahren jetzt zum Nachtcamp hier, die 100 schafft, oder? Keine Ahnung, die gehen aber mal gegen Abend wird es hier dann schon ruhiger. Die gehen weiter. Und wir campen irgendwo hier in der Gegend? Wir gehen ein bisschen in die Dünen rein, dass wir weg vom Rummel sind. Okay, aber ins Wasser gehen wir noch. Sicher. Na gut, also wir sind jetzt erstmal glücklich, dass wir da sind. Ich bin glücklich, dass der Buschcamper gut funktioniert hat. Der Hilux, also einwandfrei. Ja? Ich meine, das ist schon wirklich eine Belastung für das Material. Aber das ist ja für alle auch, das gilt ja für alle. Aber der Buschcamper, der zieht sauber mit. Ich würde sagen, wir baden jetzt noch. Mhm. Vielen Dank fürs Schauen dieser Folge. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen baden, trinken Kaffee, machen Nachtlager und sehen euch irgendwo da draußen unterwegs. Super Sache. Das ist die letzte Szene hier übrigens, ne? Okay.